Und was auch ein Versuch wert wäre, wir hören ihn ja von hier, dass man ihn, weiß ich nicht, irgendwie töten kann. Nein. Den müssen sie nicht mehr drücken. Okay, ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen, wie ich das am besten mache. Da komme ich wieder da rein. Hier komme ich. Ach, die war zu. Ja, die war zu, verschlossen. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich tun soll. Ich brauche ja jetzt auch wieder den Greifhaken, um da runterzukommen, oder nicht? Ach, hier ist. Ja, erstmal. Oh, Moment. Da war ja die Karte. Stimmt. Hole ich die? Ich lasse den mal eben. Vielleicht ist ja auch noch was hinter ihm, ne? Kannst du die nicht mitnehmen? Die Karte doch. Aber noch ist der nicht entwickelt und ich komme nicht runter, ne? Sehen Sie die untere Etage, aber es ist zu gefährlich, von hier aus da runter zu gehen. Was haben wir hier? Eine Sammlung von Egelexemplaren. Knopf drücken, ja bitte. Eine der Kapseln glüht. Egelkapsel, ja. Kamera! Wo? Boah, krass. Boah, krass, voll die üblen Kameraprobleme hier. Was mache ich mit dem Egeldings? Was mache ich mit dem Egeldings? Ich untersuche das jetzt gleich mal. Ich habe gerade keine Ahnung. Untersuchen. Die Kapsel scheint einen Egel zu enthalten. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist er mit einem speziellen Material versiegelt. Ach, okay. Und wir brauchen Chemikalien, um das zu öffnen. Kann das des Rätsels Lösung sein? Dann werde ich nämlich die hier jetzt auf jeden Fall in das Mischset geben. Ihr steht immer noch nicht auf, ne? Oha! Alter, das war so klar. Oh, das war einfach so klar, ne? Moment, was war jetzt hier? Um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Ja, was sollen da jetzt die Egel rein? Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was ich mit dem Egeldings hier mache. Nee, das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Ins Mischset. Sie haben die rote Chemikalie ins Mischset gegeben. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir. Ich muss mal eben gucken. Nein, ich wollte eigentlich gar nicht wechseln. War hier gerade was? Moment mal. Alter! Seit wann ist denn hier. Seit wann ist denn hier ein Zombie? The fuck? Ja, super. Nice. Das war der von hier hinten. Ich glaub's ja nicht. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte in die Dokumente gucken. Akten. Das ist ja schon ewig her, dass wir irgendwas darüber gelesen haben. Akten 2. Moment mal. Bedienungsanleitung, Untersuchungsbefehl, Hinweis, Passagier, Notbremse. Das ist alles egal. Hinweis für Mitarbeiter, Tagebuch. Stromregler. War das das hier? Boilerraum. Anzeige. Ah, nee, Quatsch. Das war das. Ein Gedicht? Auch nicht. Liste der Insassen, Notizen, Tagebuch. Ich schaue noch mal ganz kurz ins Tagebuch. Okay. Ich meine, mich erinnern zu können, wir hatten irgendwas mit Chemikalien. Irgendwas hatten wir. Tagebuch, war das das hier? Nee, das war auch nur der, der sich fragt, was da mit Markus los ist. Hilfe, Mama, okay. Akten 3. Ah, nee, Quatsch. Nein, das wollte. Ach doch, Hinweis für alle Mitarbeiter. Das hier vielleicht? Nein. Das war das mit 0815. Egelwachstum. Untersuchungsbericht. Leute, was war das denn noch? Sondern im Keller? Nee. Das hatten wir vorhin erst. Bin ich jetzt ganz doof?
Alarmregler. Oder ist es wirklich egal? Was für Vorgesetzte? Passagiertagebuch, Bremsen? Nee, das ist ja alles noch aus dem Zug. Stromregler, ein Gedicht? Bringt uns das irgendwas? Der Mond? Schlüssel? Nee, das auch nicht. Nein. Da, Moment. Mischen der Chemikalien neue Substanzen. Die Chemikalien sind überall verstreut, nicht wegen des Unfalls. Wenn wir die Anlage wieder öffnen, müssen wir ein System. Auf der Rückseite ist was. Rot und Blau ergibt Schwefelsäure. Grün und Rot gibt Verdünner. Okay, da wir jetzt Rot reingepackt haben, würde ich sagen, brauchen wir als nächstes Grün. Ich gehe davon aus, dass wir das irgendwie erstmal verdünnen müssen, ne? Oder? Also wir haben jetzt Rot drin. Rot haben wir drin. Der zuckt ja immer noch. Der Sack. Hier ist sonst nichts. Verschiedene Laborgeräte. Okay, grün. Ich weiß nicht mehr, ob der hier vorne grün war oder ob der unten grün war. Das kann ich euch nicht sagen. Das werden wir sehen. Oh, es war so... Ja, nice. Baller mal Säure rein. Eieiei. Eieiei. Das ist grün. Ja, machen wir mal. Ist bereits... Ja, wir geben die hinzu. Die grüne und die rote wurden zu einem Verdünner vermischt. Das ist gut. Kann ich das jetzt mit dem Mischset kombinieren? Blaues Egelamulett. Ach, sieh an. Es geht doch voran. Blaue Skulptur in Form eines Egels. Blaue Skulptur für eine blaue Tür. Ist das hier eine blaue Tür? Die sieht eher grün aus, ne? War die unten nicht blau? Oder ist das egal? Es passiert nichts. Sie verwenden vielleicht den falschen Schlüssel. Ach Gott. Ach so, hat sie. Okay, hat sie automatisch rausgenommen. Alles klar. Dann pass mal auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier gar kein Raum mehr sicher ist. Ich meine, bei Billy gerade steht plötzlich einer auf. Unglaublich. So, schicken wir das mal runter. Billy, mein Freund, wie viele Plätze hast du noch frei? Gerade gar nichts. Tja, was machen wir? Mal eben kurz ab. Ich könnte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte eigentlich schon wieder speichern, denn ich hatte ja jetzt ein bisschen Fortschritt und wenn ich jetzt sterbe, na komm, ablegen, wenn ich jetzt sterbe, dann war alles wieder umsonst, ne? Deshalb nochmal speichern. Wir werden hier wirklich mit der Zeit die Farbbänder nach und nach ausgehen, glaube ich, wenn das so weitergeht. Aber das ist halt auch mies, ne? Er ist jetzt schon wieder auf kritisch. Ja, ja, überschreiben. So, ich hoffe nur, ich habe das unten richtig gesehen und das war eine blaue Tür. Jo. Dann nimm bitte... Nimm das bitte wieder mit. Der zuckt ja noch. Warum... Hä? Wie das Objekt? Achso, mein Farbband. Warum zucken die immer noch? Was soll das? So, ein bisschen nach vorne, dass du nicht das... Nein! Ach, Billy, hier. Na, jetzt... Oh, ich habe das auch so blöde dahingelegt, ne? Genau an der Ecke. Ja. So, die ist ausgerüstet. 4 Schuss. Okay. Passten da nur 4 rein? War das so? Nein, da passen 7 rein. So. Dann komm mit zu unserem lieben Freund. Verwenden.
Sehr schön. Ja, rein. Ganz schnell rein. Oh nein, was ist das denn? Ventilator, Aquarium. Ein Bild. Ein großes Gemälde hängt an der Wand. Der Titel lautet Frau, die in einen Toten verliebt ist. Oh, Bella. Edward, was ist hier? Eingangsspule? Was? Hier ist noch etwas. Ja dann. Oh, ein Foto. Auf der Rückseite des Fotos steht etwas. Für James, zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. Ja, ganz rechts, ne? Das ist doch der irre Typ, den wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Okay. Sehr wichtig, dass es dafür jetzt gerade eine Zwischensequenz gab, aber okay. So, jetzt haben wir die blöde Spule dabei. Gut, die Muni können wir natürlich noch mitnehmen. Das ist ja kein Ding. So, und an Pistolmuni haben wir auch echt genug, ne? Ich müsste die halt nur mal öfter nutzen. Ein leerer Kamin scheint seit längerem unbenutzt. Ist da irgendwas im Aquarium? Im Wasser treiben mysteriöse Objekte. Bitte was? Was sind denn mysteriöse Objekte? Ist hier jetzt... Ach, da ist noch eine Tür. Na, sieh an. Dann möchte ich gerne dahin. Ist mir ein bisschen lieber als draußen zu dem Typen. Nein. Komm her. Ich hab dich gehört. Das letzte Abendmahl an der Wand. Kommt der jetzt auch mal? Kommt der auch? Sonst untersuche ich nämlich die hier nochmal eben. Bringt die Seilbahn wieder in Bewegung. Was? Welche Seilbahn? Ich habe hier noch keine Seilbahn gesehen. Ich gehe nicht nach vorne. Ich gehe nicht nach vorne. Ihr könnt mich mal. Oh. Oben gezielt. Komm, der steht nochmal auf. Der steht nochmal auf. Ja, 5 Schuss. Ich habe nach oben gezielt, aber vermutlich ein wenig zu lange gewartet. Mist. Ja, man muss echt den richtigen... Zucken beide noch. Den richtigen Moment abpassen. Ach, sieh mal eine an. Dieser Vogel da, ne, erinnert mich an den ersten Teil, an diesen einen Raum da, wo man, ne, mit dem Adler, ihr wisst schon... Jo, das ist das grüne Ding, ne? Das Objekt kann ich aber jetzt nicht tragen. Und ich habe keine Ahnung, das sage ich ganz ehrlich, wie ich jetzt im kritischen Zustand an dem Typen da vorbeikommen soll. Und ich habe jetzt noch einen Schuss hier drin. Ey, den kann ich doch jetzt nicht verballern. Wenn ich das hier liegen lasse, die Eingangsspule für die Seilbahn, dann muss ich nochmal hier rein. Aber das ist vielleicht... Ach, wisst ihr was, das ist auch okay. Wenn ich das jetzt packe. Denn ich muss ja sowieso das Kraut holen, was da im Gang steht. Das heißt, ich muss hier eh nochmal hin. Und von daher ist das schon okay. So. Ich weiß nicht, wie ich an dem Typen vorbeikommen soll. Und ich möchte das Kraut natürlich auch super gerne mischen. Heißt, Rebecca muss das irgendwie aufnehmen. Oder aber ich schicke beides mit Billy hoch und sie mischt das und dann schicke ich es wieder runter. Wäre eine Option, aber ich habe jetzt gerade eh keinen Platz frei. Ne, ich schicke ihr jetzt erstmal, sofern ich nicht sterbe, das grüne Egeldings. Oh, komm schon, bitte lass mich Glück haben beim Ausweichen. Schön. Geschafft. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, da steht noch meine Flasche. Waren das meine Schritte, ne? Ich glaube, das waren meine Schritte. Zum OP-Raum schicken. Ja, bitte. Und zwar damit...
So, Billy, ich hoffe, dir passiert hier drin nichts, wenn ich jetzt einfach mal wechsle. Darin befindet sich etwas. Jo, mitnehmen. Ach ja, sie hatte ja keine Pistolenmuni, ne? Vielleicht sollte ich dafür mal ein bisschen was nach oben schicken. Aber gut. Wie viel hast du jetzt noch? Du hast noch zwei und da auch noch mal zwei. Okay. Gut, gut. Verwenden wir das erstmal hier. Juhu, das Schloss wurde geöffnet. Dahinter erwartet uns dann hoffentlich die Seilbahn. Das wäre total toll. Ich höre dich. Ich warte mal. Na komm schon. Das hört sich aber nicht so an, als wäre das ein normaler Zombie, oder? Das ist aber keine... Oh, das ist aber keine Spinne, oder? Was ist das? Was ist das und... Der kriecht ja. Puh. Puh. So, kombinieren. Das ist gerade das Einzige, was ich hier habe. Da ist irgendein Behälter-Dings. Boah, Leute, die stehen gleich alle auf. Wette ich mit euch. Desinfektionsmittel. Ja. Oh nein. Oh, Pistolenmuni, ja bitte. Ja, bitte, auf jeden Fall mitnehmen. So. Ja, ich muss ja auch irgendwie noch diese andere Chemikalie herstellen, ne? Dieser kleine Behälter enthält eine Chemikalie zur Desinfizierung. Was müssen wir desinfizieren? Ausrüsten erstmal. So, Wette, steht jetzt eine auf. Ja, war klar. Tritt drauf, komm. Tritt drauf. Ist hier sonst noch was? Nein. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Keine Ahnung, wofür ich die andere Chemikalie jetzt brauche. Da haben wir die grüne. Was ist denn jetzt überhaupt im Mischset? Anscheinend ist ja jetzt nichts mehr drin. Oder wie, oder was? Desinfektionsmittel. Ich muss jetzt wirklich mal überlegen, was hier als nächstes zu tun ist. Wie geht's Billy? Kritisch, ja. Shit. So, Moment, Akten. Was war das jetzt? Ich konnte es mir nicht merken. War das der Hinweis für alle Mitarbeiter? Nein, das war nicht der Hinweis für alle Mitarbeiter. Das war Tagebuch des Vizeleiters. Tagebuch 1, war das bei den Akten? Aktuelles Foto-Untersuchungsbericht. Dass ich mir das aber auch nicht merken kann. War das der Untersuchungsbericht? Nee. Der Untersuchungsbericht war der, den wir gerade erst gelesen haben. Das Tagebuch. Tagebuch des Vizeleiters. War das das hier? William Albert. Nein. 7. Oktober. Das war es nicht. Boah, tut mir leid, Leute. Stromregler. War das Markus Tagebuch? 4. Dezember. Kann tun, was er will. Praktikant war es nicht. Liste der Insassen. Notizen der Untersuchungseinheit. Das war es. So. Grün und Rot ergibt Verdünner. Hatten wir. Rot und Blau ergibt Schwefelsäure. Rot und Blau. Das heißt einmal nach unten. Rot und Blau. Also nochmal zurück. Und dann, ich überlege nur gerade, dann werde ich nochmal in den Maschinenraum gehen und werde im Maschinenraum dann speichern. So, ja. So, werde im Maschinenraum speichern, kann mir dort dann den Greifhaken holen, damit nochmal nach unten. Ja, und dann die blaue Chemikalie reinfüllen. Wenn ich echt noch nicht weiß. Oh, oh, jetzt.
jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Mann, ja, jetzt war ich gerade so in Gedanken. Nee, hier möchte ich ja noch gar nicht hin. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich das Rätsel unten lösen soll mit den Zahlen. Da habe ich keinen Plan, ob ich da die Seilbahnspule einsetzen muss. Ist ein bisschen unlogisch. Aber okay. Na gut, wir werden es sehen. So, da ist der Greifhaken. Was kann ich hier lassen? Ich weiß nicht, was ich damit soll. Geht auch nicht. Rote Chemikalie. Wie ich die wohl hier lassen kann? Pass mal auf, ich werde erstmal den hier ablegen. Ja. Und dann kann ich jetzt den Greifhaken aufheben, dann eben speichern. Okay. Na, wir werden es sehen. Na, Rebecca, nimm ihn doch. Und beiden geht es schon wieder schlecht, ne? Unglaublich. Es ging beiden so gut. Ich hatte für beide Kraut bzw. Heilspray. Und jetzt sieht es schon wieder schlecht aus. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja, ich möchte es überschreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Tschüss.